Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's, euer Christian, und heute wieder am Bach unterwegs. Eigentlich wollte ich ja am Fluss die Fische auf die Schuppen legen, mal gucken, was da so geht, nachdem ich da 20 Jahre nicht mehr geangelt habe. Aber da ist ziemliches Hochwasser angesagt. Die letzten Tage hat es stark geregnet. Deshalb jetzt hier am Bach, da ist das Wasser auch etwas höher. Aber hier konnte ich noch keine schlechten Erfahrungen mit ein bisschen Hochwasser machen. Im Gegenteil, die Fische beißen auf die Würmer noch vehementer und ich hatte immer gute Fische gefangen, wenn das Wasser hier so ein bisschen höher und eingetrübt ist. Deswegen heute hier. Am Ende des Films wird es noch die Verlosung zu dem Kunstköder-Set geben, was ich letztes Mal am Fluss gefischt habe. Also dranbleiben lohnt sich. Euch allen viel Spaß beim Video. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Fische zeigen. Montage hier wieder denkbar einfach. Ich habe hier meine Matchroute, eine 18er Schnur auf einer mittleren Rolle. Dann habe ich hier eine Feststellpose, eine schöne schlanke. Die Bleigewichte sind insgesamt höher, als die Feststellpose Tragkraft hat. Das mache ich, weil ich die unteren beiden Beschwerungen, also diese vier Schrote, lasse ich schön auf dem Grund aufliegen. Der Köder ist dann dahinter in der Strömung. Die Pose liegt oben auf der Wasseroberfläche und zeigt mir nur den Biss an. Das heißt, die Rutenspitze wird ausschlagen. Ich kann die Rute hochnehmen und sehe dann an der Pose, wo der Fisch hinzieht. Ich werde da vorne in dieser Ecke fischen. Da ist so eine tiefe Rinne. Habe ich schon öfter gefischt, hat schon öfter geklappt. Und ich hoffe einfach heute mit dem Hochwasser hier, dass es da ein paar große Fische geben wird. Kleine Fische habe ich hier schon viele gefangen. Gab auch schon mal so eine kapitale Nase, die ich hier gefangen habe. Mal gucken, was heute anbeißt. Bei diesem Bach, das wisst ihr ganz genau, da weiß man nie, was beißt. Deswegen habe ich auch unwahrscheinlich Bock, jetzt einfach hier mal einen Köder drauf zu hauen und zu gucken, was da vorne schwimmt. Ich werde anfangen mit einer Weißbrotflocke. Ganz einfach, weil ich Fische, die jetzt da unter diesen Bäumen stehen, in dieser Biegung nicht verscheuchen will. Das heißt jetzt nicht viel füttern und sonst was. Und so eine Weißbrotflocke, habe ich gemerkt, wenn ich die an Haken mache, da schnappen sie beherzt zu. Das kennen sie wahrscheinlich. Hier werden Enten gefüttert oder sonst was. Und ich kann dann vorsichtige Fische, die jetzt da stehen in der Deckung, kann ich mit dieser Weißbrotflocke sehr gut fangen. Probieren wir jetzt direkt mal aus. Einfache Scheibe Weißbrot hier. Da pflücke ich mir aus der Mitte etwas von dem Weißen raus, knete das um den Haken drum und gucke, dass das untere Ende, was in Richtung Hakenbogen zeigt, dass ich das nicht knete, sondern dass das schön sich voll Wasser saugen kann. Das gibt dann eine richtig schöne Flocke, hält gut am Haken. So sieht es gut aus. So hält das gut am Haken. Die Hakenspitze lasse ich extra frei, denn wenn man die Hakenspitze mit einknetet, so wie man das früher gemacht hat, weil man dachte, man muss halt den ganzen Haken bedecken, dann habe ich einen großen Klumpen um den ganzen Haken geknetet. Da gibt es oft Fehlbisse, denn der Fisch packt zu, schluckt es nicht richtig, sondern hat es im Maul vorne, man schlägt ein und zieht einfach den Klumpen wieder raus. Mit der freien Hakenspitze hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten Fische haken lassen. So, und das werden wir jetzt mal da vorne in die Kurve positionieren. Vorher baue ich den Rutenhalter und so noch gar nicht auf, denn ich hoffe wirklich, dass das sofort hier einen Fisch gibt. Es fängt so noch leicht an zu regnen, aber das macht mir gar nichts. An der Stelle war auf jeden Fall keiner angeln gewesen. Das sehe ich, weil hier wirklich das Ufer total zugewachsen ist. So, jetzt lassen wir die Pose da vorne mal treiben. Gucken, ob Fisch da ist. Auf jeden Fall eine schöne tiefe Stelle da vorne. Da hinten wird es relativ flach und auch, oh, ich stehe im Wasser hier. Und auch da wird es flacher in die Richtung. Hier konzentrieren sich auf jeden Fall die Fische. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Die Pose, die schleift da vorne auf der Oberfläche. Die Brotflocke wird dahinter in der tiefen Rinne jetzt hin und her wedeln. Kann eigentlich... Oh, scheiße, Leute, live. Wahnsinn, ich wusste es. Ich wusste, dass da ein größerer Fisch steht. Mann, hat der reingehauen. Was haben wir denn da? Einen schönen Döbel. Das fängt doch mal gut an. Toll. Habe ich nur den kurzen Kescher dabei, aber es wird klappen. Oh, jawohl. Schön. Der hat mal richtig reingehauen. Wirklich ohne zimperlich zu sein, hat er sich die Brotflocke geschnappt. Der Haken schön vorne. Deswegen nehme ich auch gern so einen etwas größeren Haken. Da ist er schon raus. Schöner Döbel. Kleiner erstmal. Aber wir haben hier schon kleinere Fische gefangen. Schöner Döbel, noch nicht der größte, aber wirklich wieder reingehauen hat. Rums hat er mir die Rute krumm gerissen. Toll. Der geht jetzt schnell zurück und dann gucken wir mal, was wir noch so drauf kriegen. Herrlich.
Geil. Also ich würde sagen, da kommt noch mal eine Brotflocke dran, bevor der Wurm dran geht. Das hat schon mal gut geklappt und vielleicht steht ja noch einer da. Neue Brotflocke dran und dann weiter. Das Brot gab es jetzt keinen Biss mehr. Eben hatte ich noch mal so ein paar Zupfer gehabt, aber wahrscheinlich hat der eine Döbel da, der hat ja ziemlich Rabatz gemacht, alles andere verscheucht. Deswegen kommt jetzt hier mal so ein schöner, fetter Tauwurm dran. Und den hake ich hier nur oben schön ein, schieb den dann ein bisschen auf den Haken. Dann wieder raus, dass der schön natürlich hier am Haken hängt. Der Haken guckt jetzt hier an der Seite raus, die Spitze. Sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Vor allen Dingen kann er sich schön bewegen am Grund. Gucken wir da mal, was da wartet. Was vielleicht Bock auf so einen fetten Tauwurm hat. Wieder da rein. Ich halte die Rute jetzt auch fest die ganze Zeit. Weil eben habe ich die Rute hier abgelegt auf dem Rutenhalter, als ich noch das Brot drauf hatte. Und dann gab es den nächsten Biss schon. Den habe ich mir dann leider verhauen oder beziehungsweise hatte die Rute nicht in der Hand, war dann zu spät. Jetzt mit dem fetten Tauwurm da, gucken wir mal, was da beißt. Es scheinen sich Fische für den Tauwurm zu interessieren, da muss nur was Großes kommen. Ich stehe jetzt schon mal auf, lass die Pose so ein bisschen treiben. Oh, ist das spannend, Leute. Da ist auf jeden Fall was am Tauwurm. Oh, kann doch nicht wahr sein. Den habe ich mir verhauen. Der halbe Wurm fehlt. Schiebe ich jetzt nochmal neu drauf. Mann. Ich habe aber auch nichts gespürt. Das heißt, beim Anschlag hat er den Wurm schon wieder aus dem Maul gehabt scheinbar. Schiebe ich den nochmal schön drauf. Den halben Wurm. Und dann gucken wir mal, ob der Fisch oder ein anderer da nochmal wiederkommt. Schade. Auf jeden Fall ein schöner Biss. Jetzt habe ich die Hände total versaut. Handtuch habe ich keins dabei. Irgendwas vergesse ich immer. Aber Hauptsache, es beißt. Wunderbar. Selbe Stelle. Ich setze mich erstmal wieder. Schade, war richtig schön weg, die Pose. Erst gab es nur so zwei, drei Zupfer und dann habe ich die Rute halt angehoben, die Pose so ein bisschen locker gelassen, damit der Fisch auch Schnur ziehen kann. Und dann ging die Pose links weg. Auf jeden Fall ein schöner Biss. War auch wieder kein ganz winziger Fisch. Schade, jetzt auf den halben Tauwurm geht irgendwie nichts mehr. Ich kann die Pose hier gerade so sehen durch die Gräser, aber das Wichtige ist natürlich meine Rutenspitze und hier die Hand. Die Bisse merke ich bis in die Hand, bis an die Rolle. Pose ist eigentlich nur dafür da, damit der Fisch den Widerstand nicht direkt merkt von der Rutenspitze und sowas. Man kann einfach, wenn der Fisch zur Seite abzieht, dann hat er ein bisschen mehr Freiraum und auch nach hinten. Die Pose kann er erstmal unterziehen. Der nächste Biss hier auf den Tauwurm. Ganz vorsichtig. Ah. Ich denke mal, der ist schon wieder weg. Vielleicht gleich mal einen frischen Tauwurm dran. Doch, habe ich. Ah, ist nichts Großes. Aber, was haben wir denn da? Die würde man woanders Plötze nennen. Bei uns Rotauge. Das Auge ist jetzt nicht typisch rot. Aber das ist auch je nach Gewässer oder so nicht so ausgeprägt. Toller Fisch. Schön silbrig, schön schlank. Eine Rotfeder wäre viel hochrückiger, hätte richtig goldene Schuppen und richtig rote Flossen. Toller Fisch. Plumps und wieder drin. Neuer fetter Tauwurm ist drauf. Dann wieder da vorne in die Kurve. Schön, ist immer schwierig, da nicht in die Bäume zu werfen, aber bisher habe ich Glück gehabt. Oh, jetzt schwimmt das ganze Krautfeld hier vorne weg. Krass. Ja, das ist Hochwasser.
Das Krautfeld hat sich hier lange Zeit scheinbar angesammelt und jetzt schwimmt's weg. Natürlich erstmal, da nimmt man die Pose erstmal raus. Also ein Krautfelddrill, der muss heute nicht sein. So, jetzt habe ich hier noch mehr Strömung. Wahnsinn. Aber die Fische scheinen es nicht zu stören. Im Gegenteil. Schön Aktivität hier. Der Wurm ist wieder drin. Jetzt warten wir mal. Gucken, was da noch kommt. Der nächste Fisch im Drill hier. Auf jeden Fall was Größeres. Ihr seht, die Rute ist krumm bis ins Handteil. Bin mal gespannt, was ich hier jetzt hochziehe. Also ich glaube, das ist der größte Fisch. Oder er hing im Kraut. Nee, ist eine schöne Barbe, glaube ich. So wie die am Grund bleibt. Wahnsinn. Oh ja, ist eine schöne Barbe. Natürlich ein bisschen vorsichtig mit der 18er Schnur hier. Dem ganzen Kraut, was hier im Wasser ist. Geht hier jetzt schön gegen die Strömung. Rute ist echt krumm. Super. Das ist eine schöne Barbe. Ah, die haben Kraft. Richtige Torpedos, Strömungsfische. Auch hier in einem kleinen Bach. Oh, das ist ein schöner Fisch. Schön. Versuchen wir die gleich mal in den Kescher zu bewegen. Toll. Oh, das ist der Kescher ja fast zu klein. Und da geht sie nochmal ab. Meine Güte. Die haben echt Kraft. Und da haben wir sie jetzt gleich. Eieieiei. Oh, drin im Kescher. Wahnsinn. Geil. Erstmal hier die Bügel auf. Ein bisschen Schnur haben. Schöner Fisch. Toll. Also für den kleinen Bach hier echt so ein Torpedo. Guckt euch den an, Leute. Tolle Barbe. Haken sitzt schön vorne, den kriege ich gut raus hier. Schön, Haken ist raus. Ah, die Hände sind nass genug, die nehme ich jetzt mal in die Hand, um euch die richtig zeigen zu können. Toll. Echt wie ein Torpedo. Schöne Barbe. Geht jetzt auch vorsichtig wieder zurück. Ah, langsam baut sie Spannung auf. Der Drill hat sie natürlich auch Kraft gekostet. Und da geht sie weg. Toll, da schwimmt sie. Geil, Leute. Schöne Barbe. Die Rute wirklich krumm bis ins Handteil hier in dem kleinen Bach. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen frischen Tauwurm drauf und guck mal, was noch kommt. Aber Döbel, Rotauge und jetzt die schöne Barbe. Wirklich, mein Nachmittag hier. Ich bin jetzt schon zufrieden, bin überwältigt von der Kraft, die so eine Barbe hat, hier in diesem kleinen Gewässer. Wirklich, ja, Spaß gemacht, toll. Gucken, was noch kommt. Ja, Leute, eben leichter Regen, jetzt schon wieder brütend heiß. Ich merke die Sonne auf meinem dunklen Shirt. Aber bei so Fischen da kann man auch mal den leichten Nieselregen vergessen oder die sengende Sonne. Auf jeden Fall sieht man, dass das Hochwasser den Fischen hier nichts ausmacht. Im Gegenteil, sind richtig in Beißlaune. Und der fette Tauwurm, der hat selbst die scheue große Barbe hier verführt. Hier gibt es noch größere drin. Ich hatte hier schon mal einige so um die 60 cm, also noch mal eine Nummer kapitaler. Aber auf dem leichten Gerät hier, mit der 18er Schnur und der feinen Rute, der schlanken Feststellpose, da macht natürlich so eine Barbe schon richtig Laune. Es würde noch ein großer Döbel fehlen. Wäre auch noch mal schön. Aber ich bin schon vollkommen wunschlos glücklich hier. Selbst wenn jetzt gar nichts mehr beißt, der Tag hat sich gelohnt. Hat jetzt natürlich auch wieder ordentlich Rabatz da auf der Stelle gemacht. Im Drill, da werden jetzt andere Fische erstmal ein bisschen Abstand genommen haben, nochmal flussauf oder flussabgeschwommen sein. Gucken wir mal, ob da noch was beißt. Die Beißpause hier nutze ich mal, um diese Spinnfischbox zu verlosen. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, als ich mit dem Spinner an dem Fluss geangelt habe, ihr könnt die Box hier gewinnen, plus ein paar Aufkleber. Gewonnen hat Sabine Siegmann. Ich blende den Namen hier unten ein. Sabine, bitte schreib mir eine E-Mail an bigfishmedia@web.de, auch hier eingeblendet, mit einem Foto von deinem Account und ich werde dir die Sachen zuschicken. Wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß damit und dicke Fische.
Und ja, werde jetzt nochmal probieren, hier noch einen Fisch auf die Schuppen zu legen. Hat ja eben schon toll geklappt hier, Döbel, Rotauge und schöne Barbe. Ich hatte jetzt noch ein paar Fehlbisse gehabt. Das Blöde ist, wegen diesem Hochwasser treibt hier allerlei Dreck den Bach runter. Pflanzen und abgeschnittene Bäume zum Teil, auch richtig große Äste. Ich muss immer wieder meine Rute rausnehmen. Der Köder hängt dann voller Pflanzen, Kraut und sonst was. Das bringt natürlich dann gar nichts. Es ist also etwas erschwertes Angeln hier heute. Trotzdem kann ich ja schon zufrieden sein und gebe natürlich alles, dass noch was beißt. Bevor ich gleich einpacke, gibt es noch mal was Wissenswertes zur Natur, Leute. Ihr seht hier diese Pflanze, das ist Wiesenbärenklau. Das erkenne ich daran, der Stängel ist ziemlich gefurcht und nicht glatt und rund. Es gibt auch den Riesenbärenklau, die sogenannte Herkulesstaude. Die ist etwas größer, ca. 1,50 bis 3 Meter groß und hat einen runden Stängel, der rote Flecken hat. Da sagt man auch, ist der Stängel rund und fleckig, geht es dir alsbald dreckig. Das bedeutet, der Riesenbärenklau, diese Herkulesstaude, die ja noch viel größer ist, die hat einen Pflanzensaft, der die natürliche Schutzwirkung gegen UV-Strahlen der Haut auflöst. Das heißt, bei Berührung habt ihr sofort rote Flecken, Blasen etc. Besonders Allergiker können hier sehr schwere allergische Reaktionen empfinden und im Krankenhaus landen. Deshalb immer aufpassen, Leute, was wächst um euch rum? Wir als Angler sitzen hier oft in der Natur, bewegen uns darin. Das ist der Wiesenbärenklau, nicht gefährlich, kann man sogar als Gemüsepflanze verzehren. Der Riesenbärenklau ist sehr gefährlich und ihr solltet da auf den Stängel achten, um den zu unterscheiden, und immer aufpassen, Leute. Das Fischen wird jetzt hier immer schwieriger. Hier treibt wirklich so viel Kraut den Bach runter, dass jede Minute meine Rutenspitze immer krummer wird. Und ich dann sehe, dass sich da wieder was um den Haken oder ums Blei gewickelt hat, kann dann rausziehen. Ich denke mal, ein paar Minuten mache ich noch und dann werde ich nach Hause fahren. Aber ich hatte auf jeden Fall einen spaßigen Nachmittag hier. Drei schöne Fische habe ich gefangen, tollen Drill erlebt. Und ja, wer sowas nachmachen will, so einen Bach gibt es auf jeden Fall bei jedem in der Nähe. Man sollte sich einfach nur bei der Gemeinde erkundigen, kann ich da Scheine für kaufen. Und Fische gibt es eigentlich in jedem Gewässer. Also da sollte man auf die typischen Anzeichen schauen oder einfach mal ein Stück Brot ins Wasser werfen und runtertreiben lassen. Wenn ihr im Süden von Deutschland wohnt, dann gibt es oft noch Forellen drin, Bachforellen, Eschen. Und ja, hier bei uns haben wir halt Barben, Döbel und alles, was sonst noch hier in unserer Region, in den Gewässern vertreten ist. Macht auf jeden Fall viel Spaß, einfach mal abseits der Wege an so einem Kleinstgewässer sein Glück zu probieren. Egal worauf ihr angelt und auf was und wo und in welchem Gewässer. Wir sind alle Angler. Denkt dran, Leute, vertragt euch. Nicht jeder gegen jeden, sondern wir müssen zusammen als Gemeinschaft auftreten. Dann wird uns das Angeln auch die nächsten Jahre von keiner Politik vermiest werden können. In diesem Sinne, euch viel Spaß am Wasser, egal wo, egal wann, egal auf welche Fischart. Ich werde es das nächste Mal am Fluss probieren, denke ich mal, dass es da dann klappt mit der Fiederrute oder auch mal auf Wels, ich weiß es noch nicht ganz genau. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dann, euer Christian.